Wettlauf zu den Ruinen. So, gucken, ob wir uns hier ein bisschen abkürzen können. So, da müssen wir hin, ne? Das funktioniert so nicht. So geht die Schnellreise leider auch nicht. Oh, was ist hier grün? Ja, ist auf jeden Fall was für Kira. Wie sie mich beschützt. Du hast gesehen. Mein junger Padawan ist schön vor mich gesprungen. Aber wirklich, kann man irgendwo sehen, wie groß ich bin, ne? Das ist wirklich, aber ich bin schon riesig. Guck mal. Kira ist jetzt auch nicht gerade klein. So. Wie komme ich da hin? Da lang. Ist doch schön, wenn mein Padawan mich beschützt, oder nicht? Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Ja, du bist auch in 60 Sekunden wieder zurück. Ich brauche dich hier auf alle Fälle. Wer ist sie denn? Ich hoffe, ich laufe hier richtig. So, hier rüber, dann da hinten her und dann hier runter. Zu der Hüttenstadt. Da war ich doch vorhin schon an dem. Da sind wir doch aus Versehen hochgefahren, ne? Manche Sachen kann selbst ich mir merken.
Immer zwei, ich drücke immer zwei Tasten gleichzeitig. So, die nächste rechts. Ja, jetzt haben wir uns vorhin verlaufen. Da unten müssen wir hin. Okay, ist ein langer Weg. Die sind auch Level 17, 16, also ein paar müssen wir auf jeden Fall aus dem Weg räumen, um ein bisschen zu leveln. Ich hätte auch gern so einen Dash. Die hat so einen coolen Dash. Solange ich nicht wie bei Herr der Ringe in eine Problematik komme, dass ich total unterlegen bin, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig gehe. Oh weh, wer ist er denn?
Okay, aber anscheinend, es war anscheinend irgendeine versteckte Bestie. Level 18, Leute. Was ich gut finde, dass man nicht mit Skills komplett überfahren wird. Hallo, ich bin betäubt. Okay, er hier sieht interessant aus. Jetzt auch ein bisschen stronger. Achthundert XP hat er gegeben. Okay. Und ein bisschen Credits. Okay, die Mission machen wir zu Ende und dann war's das für heute. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Oh weh. Es geht abwärts.
So, Kira ist auf jeden Fall noch nicht am Leveln. Das heißt, sie ist noch in der. Ich bin dabei, weil wir es ne, weil es eine Mission ist, Phase. Ich sterbe. Okay. Das ging mir jetzt hier ein bisschen zu schnell. Die Alte ist so stark, oder? Okay, das ist der. Das ist ein Jedi. Junge, Junge. Die mit den Sternchen, vor denen muss man auf jeden Fall in Acht nehmen. Kira springt auf jeden Fall hin und her und zurück und finde ich cool. Okay, wir sind da. Jetzt auf dem Weg nach Coruscant fahren. Ah, da ist er ja schon. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Tarnis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Let's go.
Du musst ein bisschen auf deinen Daumen aufpassen, sonst ist der Daumen nämlich weg. Das Ende ist nahe. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesem Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen. Los, Kira! Was kann ich auch? Mein Leben ein bisschen im Auge behalten. Okay, war schon ein bisschen spannender. War schon ein bisschen spannender, aber sehr cool. Abschaum! Ihr habt meinen Sohn getötet! Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt, Jedi. Ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich habe geschworen, die Republik zu beschützen. Der Tod eures Sohnes hat mir keine Freude bereitet. Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen. Irgendwas mit B. Werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. Tarnis, oder? All diese Macht gehört nun uns. War der Server nicht Tarnis? Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Genau. Das ist doch absolut. Tulak Hort. Hört sich gut an. Das war's. Dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben. Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira. So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. Klingt super. So, Senatsgebäude. Sehr cool, dass man den ganzen Weg nicht nochmal zurückgehen muss. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satir. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohungen und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Hat einer von euch diesem Mann jemals gegenübergestanden? Ich kenne ihn nicht. Darth Angral persönlich hat die Truppen angeführt, die Coruscant im letzten Krieg geplündert haben. Er war wütend, als der Imperator das Abkommen unterzeichnet hat. Sieht so aus, als wäre er zurück, um zu beenden, was er begonnen hat. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund.
Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ord Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwix hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt kriege ich sie als Gefährten. Wir besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Gute Absichten werden Darth Angral nicht aufhalten. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ord Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. Okay, wir sind hier anscheinend noch nicht fertig in der Mission. Wir fahren, also die Mission werden wir auf jeden Fall noch abschließen, mit denen ich jetzt noch eine Dreiviertelstunde dauert oder so. Aber Wettlauf zu den Ruinen werden wir jetzt noch abschließen. Habe ich mich verlaufen, vor lauter Lauter. Rang 1 von 50. Okay, T7 hat sogar schon Rang 6. Wir wollen ja aber nicht, dass Kira heilt, oder? Also sie macht ja trotzdem Schaden. Ich glaube, Tank wäre ganz nett, wenn wir einen Tank hätten. Damit die Leute nicht auf mich drauf springen. Hey, wie groß ist dieses Gebiet bitte?
wird das unser Schiff? Unser erstes Schiffchen. Oh, warst du hinter mir, oder was? Ich bin jetzt, glaube ich, gerade kurz weggeflogen. Oh, schön. Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. C2M2. Droiden kann man immer gebrauchen. Meine T7-Einheit hat sich als unbezahlbar erwiesen. Die T7-Reihe ist ein sehr gutes Gebrauchsmodell. Ich bin programmiert, um für ihr leibliches Wohl zu sorgen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord dieser koreanischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Okay, jetzt fängt wahrscheinlich das Game erst an. Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Hört sich an, als wärst du ziemlich vielseitig. Wie sieht es mit Kampf aus? Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Langstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. Okay. Hier werden wir uns jetzt später drum kümmern. Coruscant-Kontrolle, bitte kommen. Erbitte Starterlaubnis. Erlaubnis erteilt, Jedi. Koordinaten für Ort Mantell wurden auf euren Navi-Computer übermittelt. Gute Jagd. Okay. Ist das ein neues Schwert? Farbkristall blau. Okay. Das war's, Leute. Aber das ist ja jetzt schon wieder ein dickeres Schwert, ne? Das heißt, das Schwert kann man auf jeden Fall ausstatten. Und dann machen wir das hier. Den können wir aber nicht modifizieren. Okay, machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Gut, das war's für heute, Leute. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Tipps. Kommt gerne auf den Discord. Da kann man uns auf jeden Fall über Star Wars The Old Republic austauschen. Und wir sehen uns aller spätestens mit Star Wars The Old Republic nächste Woche Mittwoch von 5:30 bis 7 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die anderen Streams reinschaut. Aber Star Wars gibt es nächste Woche Mittwoch auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen.
Und wir sehen uns beim nächsten Stream. Haut rein. Ciao, ciao.